Hier auf YouTube kursieren schon seit Jahren Videos von paranormalen Phänomenen oder Kreaturen herum. Da mein Kanal sich nur auf geprüfte Quellen und Dinge bezieht, welche man sich erklären kann, werde ich in diesem Video nicht erklären können, wie solche Phänomene auftreten. Dennoch möchte ich in diesem Video das Thema behandeln, wie es zu einem solchen Aberglauben gekommen ist und was das Wort Geist im Grunde bedeutet. Wir kennen sie doch alle. Es gibt diese Menschen, die sich vor einer Klassenarbeit einen Glücksbringer auf den Tisch legen oder die einen Glücksbringer in ihr Auto hängen, aufgrund dessen, dass sie glauben, dass sie sonst einen Unfall bauen würden. Dabei spielt der Aberglaube eine sehr große Rolle bei vielen Menschen. Der Glaube an Geister oder auch den Geisterwesen genannt, kommt aus älteren Religionen und steht in der Rangfolge unter einem Gott oder mehreren Göttern. Sogenannte Esoteriker, also Menschen, die an Geister glauben, sind der Meinung, dass Geisterwesen übermenschlich sind und nicht aus Materie oder Masse bestehen. Zu sehen sind sie im Normalfall nicht. Sie sollen des Öfteren wirklich unsichtbar sein. Dies glaubte man traditionell in schriftlosen Kulturen. In diesen herrschte meistens ein kollektiver Geisterglaube. Man schreibt diesen feinstofflichen und nicht aus Materie bestehenden Wesen zu, dass sie nur aus einer Seele bestehen. Man unterscheidet bei diesen Geistern zwischen Gut und Böse. Gute Geister sollen Menschen Glück bringen, wogegen böse Geister oder auch Dämonen genannt Menschen Unglück, Schmerz, Angst, Besessenheit oder auch Verzweiflung einbrocken sollen. In den alten Kulturen gab es Spezialisten der Geisterbeschwörung, die sich mit solchen Dingen genauestens auseinandergesetzt haben sollen. Man nannte sie Schamane und sie existieren noch heute. Die Bezeichnung Schamane stammt ursprünglich von den tugonesischen Völkern Sibiriens. Selbstverständlich haben wir uns weiterentwickelt und können heutzutage viele Geisterphänomene mit Hilfe der Physik erklären. Trotz allem existiert im 21. Jahrhundert immer noch der Geisterglaube. Auf YouTube kann man zum Beispiel viele Videos finden, in denen jemand versucht, Geister oder Tote zu beschwören. In den Fokus gerückt ist in den letzten Monaten und Jahren die Charlie-Challenge. Mich würde mal interessieren, was du von diesem Thema haltest. Glaubst du an Geister? Hier oben rechts ist eine Abstimmung. Oder schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.